Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen nach dem Osterfest hier beim JFD Devisenradar am heutigen Dienstag, dem 7. April. Und wir wollen hier im Sinne der Namensgebung natürlich auf den Forex-Markt schauen und uns hier gleich dem Biest zuwenden, dem britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen, der sich bislang hier gerade am Tageshoch und aktuell bereits 77 Pips gelaufen. Sehr, sehr bullisch präsentiert, und das wollen wir uns hier direkt mal näher anschauen. Wir haben heute am Dienstag zunächst auch einen leicht bullischen Wochentag, nachdem der Montag generell stark bullisch ist, rein tendenziell. Gestern aber hier auch einen Tag mit marginalen Zuschlägen, Zuwächsen, eben aufgrund der oder des geschlossenen Handels im europäischen Sektor. Und insofern wollen wir uns hier dann direkt auf den Dienstag eben richten, der hier mit 53% positiver Schlusspreise dennoch eine leicht positive Tendenz erwarten lässt. Aber fernab dieser Statistik hier auf dem Tageschart sehen wir, gestern gab es eine positive Tageskerze. Heute haben wir bislang eine positive Tageskerze, beinahe in der Größe vom gestrigen Handelstag. Eben wie gesagt, jetzt sind wir aktuell sogar schon 82 Pips gelaufen, in der Form der gestrigen Größe. Aber wir sehen hier so ein, seit ja, hier Ende März, Anfang April, so einen gewissen Stabilisierungslauf, der jetzt hier aktuell gerade oberhalb von 176 Yen durchaus ja, Erwartungen nach oben weckt, will ich sagen. Und wenn wir uns den Chart anschauen, dann besteht hier durchaus noch Potenzial, dass sich die aktuelle Erholung weiter fortsetzen kann, hier bis zunächst in dem Bereich auf Tagesbasis 179,90, 180 eben. Und dann muss man sehen, wie hier die Kraft dann eben weiter ausgeschöpft werden kann. Rein technisch gesehen haben wir auch hier, wenn wir uns ein Stück weit aus dem Chart raus scrollen, eine längerfristige Aufwärtstrendlinie tatsächlich verteidigt. Die kurzfristige hier ist eher bereits zur Akte zu legen, also rauszunehmen. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, wohin sich das Paar hier noch entwickelt. Gerade im Intraday-Bereich, eben aufgrund der bislang gelaufenen 82 Pips, ergibt sich hier noch Potenzial, denn wir haben hier einen Schnitt, einen groben Schnitt während der letzten Tage im Bereich um 120, 125 Pips. Und Sie sehen hier eben den Seitwärtslauf, diese Stabilisierung, die könnte sich jetzt nach oben entladen, wenn sich eben hier tatsächlich die Chance ergibt, dass sich das Währungspaar hier stabilisiert und die weitere Tendenz nach oben ausbaut. Wir haben hier, das kann man hier direkt mal per Linie reinziehen, einen Price Action Point, der aktuell überwunden wird. Das ist hier dieser Bereich um 178,30. So kann man das mal fokussieren. Da sind wir schön drüber gelaufen aktuell. Das war ein Widerstandslevel, gerade im Rückblick hier bis zur Märzentwicklung, hier Mitte März, sehen Sie, dieses Level war immer mal wieder durch Action umgeben sozusagen, auch hier Ende März, Anfang April, definitiv eine Zone, die man im Auge haben sollte. Und auf der Südseite haben wir gleiches Bild hier im Bereich 176,80. Und das sind die Levels im Prinzip, auf die man achten sollte. Unten haben wir hier diesen Unterstützungsbereich, da findet sich auch der Support Level 2. Das rechne oder damit rechne ich eigentlich für heute nicht mehr, gerade aufgrund dessen, dass wir eben jetzt hier auch ausgebrochen sind nach oben. Wir haben hier den Pivot Point in den Morgenstunden der Asia Session verteidigt. Jetzt hier das Level von 178,30 überwunden. Auch das Resistant Level 1 bereits überschritten und das mit einer sehr, sehr dynamischen Kerze hier im Stundenchart-Intervall. Die Stunde endet hier in knapp 25 Minuten. Wenn die Kerze so bleibt, dann lässt sich hier durchaus noch weiteres Potenzial eben hier auf 178,88 und vielleicht sogar noch 179, das wäre das Resistant Level 3, anhand des Pivotpunktes in Richtung 179,50 ableiten. Also rein technisch wäre auch hier, wenn wir ein Stück weit rausscrollen, ein Price Action Point im Bereich 179,20 zu sehen. Das können wir direkt mal nach oben ziehen, dieses Level. Ist ja ein Niveau, was als nächstes neben dem Resistance Point 2 angelaufen werden könnte, wenn wir uns jetzt hier stabilisieren. Rücksetzer bis in den Bereich 178,30 dürften also jetzt als Kaufgelegenheit angesehen werden. Im Sinne eines Pullbacks könnte das Währungspaar dann hier nach oben anziehen. Wir machen das mal symbolisch, entweder geht es direkt nach oben raus, aber natürlich rein technisch gesehen wäre hier eine Pullback-Entwicklung noch viel, viel ansehnlicher und noch viel, viel vortrefflicher, um hier im weiteren Tagesverlauf eine Performance nach oben zu vollziehen. Unterhalb von 178 wird es, wie gesagt, ein Stück weit eng. Da muss man dann sehen, ob man hier nicht dann sich verabschiedet von möglichen Long-Engagements, da dann das Risiko besteht, dass der Markt, der Preis hier das Pivot-Point-Level 177,80 nochmal testet. Und das wären dann hier doch schon einige Pips, die man unter Umständen vermeiden kann, wenn man sich dann eben hier aus dem Markt holen lässt. Für den Fall eben, dass man hier auf der falschen Seite steht. Wir haben saisonal noch den Blick, das will ich Ihnen noch zeigen, hier für die kommenden Tage, gerade
im Hinblick auf diesen Tageschart hier und dieser möglichen Erholung. Kurzfristig hier starkes Aufwärtspotenzial bis hier zum 8., 9., 10. April. Dann muss man sehen, hier Anfang nächster Woche, 13. April, sieht es schon wieder ein Stück weit schwächer aus. Aber bis dahin, also die laufende Handelswoche, konsequent gesehen eigentlich hier saisonal mit starkem Rückenwind. Das begünstigt eigentlich weiter anziehende Preise bei diesem Währungspaar, die dann hier letztlich eben in neue Hochs münden dürften. So zumindest die Annahme, die mögliche Tendenz. Schauen wir mal, was der Markt draus macht. Gut, liebe Zuschauer, dann sage ich an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag und wenn Sie mögen, sehen wir uns später wieder beim JFD Intraday Beschau vom DAX. Bei der JFD Intraday Beschau vom DAX. Würde mich freuen, wenn Sie da einschalten. Ansonsten zum Devisenradar natürlich morgen 9:30 Uhr wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.